Wie sich herausgestellt hat, ist Yuri Kimura, wie alle anderen, auch mehr dazu in der Mittagspause. Ach crap, das wollte ich nicht machen. Hacker 2, ah. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Wer zur Hölle ist December? Richtig. Nicht nur Anzug wurde beschädigt. Habe ich noch ein Anzug-Reparatur-Kit? Ja, habe ich. Ich drücke immer R zum Benutzen. Irgendwas zum Produzieren und nicht zum Recyceln. Ich habe nämlich schon wieder keine Munition mehr. Kommst mit. Sonst ist hier nichts. Psychotronics. Das wird wohl ein Spaß, oder? Nächstes Gebiet. Betritt die Guts, die Eingabe. Die Psychotronik ist das Gegenteil von sicher, Morgan. Was suchst du? Jemand hilft dir. Ist es Michaela? Elazar? Ich kann die Nachrichten ihres Bruders belauschen. Darüber besteht Einigkeit. Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Unterführungstunnel namens Guts. So gelangen Sie ganz nach oben. Liegt da unten was Interessantes? Leider ja, leider ja.
Na, wo ist der Gegenstand? Doch richtig gesehen, dass du das warst. Nee, da gehe ich nicht hin. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer Guts ist. Guts sage ich schon, wer December ist. Hacking 2. Habe ich noch nicht genügend. Ich habe 0. Geräte spielen also in der Umgebung komplett verrückt, wenn die Taifun da sind. Ich soll ein Psychoscope aufsetzen, was ich nicht habe. Vielleicht bei den Damen irgendwo eins? Autsch. Allison Brady. Fracht braucht Hebelkraft 3. Dafür habe ich sogar ein Achievement bekommen, jetzt die Zeit zu verlangsamen und zu killen. Dich habe ich schon gelootet, dich hatte ich aber noch nicht. Hui, das war mal wieder fast schon Jumpscare, aber auch nur fast.
zweite Glühkennen kann ich zerschrotten. Psychoscope, cool. Das war einfach ein Insta-Kill. Phantom erforschen. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Ich hätte nicht so lange da stehen bleiben dürfen. Letzter Spielstand dürfte wohl jetzt sein, wo ich das Psychoscope bekommen habe. Das Psychoscope war ein Durchbruch. Neben den Neuromods die wichtigste Tank auf der Talos 1. Scannen Sie damit die Typhon-Organismen, wenn Sie mehr über sie erfahren möchten. Übrigens haben Sie das erfunden. Abgeschlossen. Mimik. Oh. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich glaube, das Phantom hier war ein Bug gerade. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Sie haben mich wohl übersehen. Scan-Vorgang läuft.
psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Die meisten Systeme sind derzeit leider beschädigt oder verriegelt. Forschung abgeschlossen. Okay. J und Forschung. Pläne. Zugangsdaten. Du hast wenig bis kein Typhon-Material in deinem System. Okay. Kinetische Explosion. Das wollte ich jetzt aber nochmal überprüfen. Runterfahren kann ich das also hier. Gut. Scan abgeschlossen. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Das Viech ist also aktiv. Ach, die gehen wieder automatisch runter. Außer das da. Weil es kaputt ist. Und fertig. Einen Augenblick, ich muss mal hinter AFK gehen.
Da bin ich schon wieder. Erster Kontakt. Kämpfen sich gegenseitig? Was passiert jetzt? Der wurde größer. Ich schon nicht. Oder? So. Hier sind so Anti-Reds. Oh, yes! Wo bist du, Mistviech, denn jetzt? Da oben. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Taste. Neurom. Kann ich sogar herstellen, Alter. Danach kann ich noch zwei Stück. Jo. Mach ich dann auch mal. Erstmal wieder Tonnen von 9mm Munition machen. Oder auch nicht. So.
Was gibt hier denn noch Schwinis? Das habe ich alles. Ach, so hätte ich dann da dran kommen können. Ah, alles klar. Hier ist das Atrium. Nichts hier unten? Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Aber vorher nochmal Mods angucken. Ja, jetzt die große Entscheidung. Was mache ich erstmal? Ich habe 6 Stück. Nehme ich die beiden. Mach sie meine an. Ich habe ich auch noch nicht alles durchsucht. Irgendwas vorbeirennen sehen? Der in der Psychotronik entwickelte Nullwellentransmitter strahlt einen Signalstoß aus, der kurzzeitig die Psi-Fähigkeiten desjenigen unterdrückt, der sich im Strahlenweg befindet. Interessant. Noch eine Notiz dran, oder? Dr. Yu. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. So.
abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Dann wurde ich wohl auch ausgesaugt. Meine Güte. Scan abgeschlossen. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Da noch eine Notiz wegnehmen, da noch eine Notiz wegnehmen. So, für die habe ich keine neue Sachen. Was zum Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Gleichzeitig aufgenommen. Steht überall drauf, not a mimic. Wie geil ist das denn? Ach, da war auch eine Notiz dran. Thank you.
Ach, guck mal. Ach ja. Hat nicht viel genützt, da was zuzumachen. Instabilität. Für Projekt Kobalt noch einmal prüfen. Igwe? Neuromods können Typhon-Material ans menschliche Gehirn anpassen. Prinzipiell sollte es auch umgekehrt funktionieren. Setzen wir also einem Typhon menschliche Neuronen ein. Wie erkennen wir, dass wir Erfolg hatten? Die neue Neuralstruktur müsste in einer Reihe von tatsächlichen Erfahrungen reifen. Oder simulierten. Was? Die Erfahrungen simulieren. Calvino. Er hat... Tja, höchst faszinierend, aber konzentrieren wir uns lieber auf das, was funktioniert. Ich will keine Ressourcen verschwenden. Irgendwas habe ich da doch gerade laufen gehört, oder?